Wir sind jetzt raus aus dem Campingplatz und wollen den Gardasee umfahren, aber der ist so riesig. Da braucht man ja den ganzen Tag, um da rumzufahren. Aber das Schöne ist, entlang des Gardasees gibt es Parkplätze, also direkt am Wasser, wo man stehen kann. Und wir halten jetzt hier an, kochen im Fahrzeug, essen und sind hier direkt am Wasser. Natürlich immer entlang an der Straße. Nicht ganz ruhig hier, aber man hat das Wasser. Die Aussicht, traumhaft. 2 Euro die Stunde, Parkplatz. Man kann nicht überall, weil Wohnmobile nicht überall erlaubt sind und man zählt ja eigentlich als Wohnmobil, aber in der Farbe gehen wir auch als Pkw durch, oder? Wir halten die Linie ein, die blaue Markierung auf dem Boden stimmt und das Wetter ist traumhaft. Nora, wollen wir noch baden? Wollen wir hier noch spazieren? Was machen wir denn Schönes? Ja, wir gehen dann noch gleich runter zum Wasser, glaube ich. Wirklich spitzenmäßig kocht die Nora immer. Das kann nie richtig schön. Und wir haben, wie gesagt, Ausblick aufs Meer, während wir essen. Auf den See. Ich sag immer Meer, aber das sieht aus wie ein Meer. Aber der Gardasee ist ja ein See. Und gleich noch ins Wasser baden gehen? Ich glaube ja. Hier sind ganz schön heiß drin. Ja, was hat denn das Fahrzeug hier aktuell? Boah, wir haben die 40 Grad Marke überschritten. Und dann die Hauptstraße hinter uns. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wo man so schön am Gardasee parken kann, mit so einem tollen Ausblick. Wenn man dann aufkriegen würde. Oh. Was machst du denn da? Abkühlung. Bitte nochmal. Abkühlung im Kühlschrank. Kopf reinstecken. Was gibt es Tolleres als einen Kühlschrank an Bord bei der Hitze? Was kühles Essen. So, die Nora geht jetzt ins Wasser, will sich erfrischen und abkühlen und springt richtig tief rein und will schwimmen. Ich bin dann derjenige, der sie retten darf, wenn sie zu tief reingeht, wenn sie zu weit rausschwimmen sollte. Also ich gehe erst wieder dann hinten in Badolino auf dem Campingplatz, da gehe ich wieder ins Wasser. Hier bin ich jetzt mal nur passiv dabei und spiele Bademeister für sie und rette sie, wenn was ist. Oh, das war so erfrischend. Das sollte man echt öfter machen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Hier am Gardasee wurden wir angeschrieben von einem weiteren Adrianer, der einen Campingplatz weiter ist. Wenige Kilometer entfernt von uns, da sind wir jetzt mal hingefahren. Und was sehen wir? Ein Zwillingsfahrzeug. Und das müssen wir ja mal kurz festhalten. Hallo Eddie. Hi Mirko. Bist du beim Adria Event Camp dabei? Leider nicht. Leider nicht. Da war es schon, das war ziemlich schnell ausgebucht. Ne? Ja. Von wo kommt ihr in Deutschland? Welche Ecke so? Augsburger Gegend. Augsburger Gegend. Ah, okay. Ja, wann habt ihr denn euer Fahrzeug gekriegt? Eigentlich, wann war das? Das müsste Mitte September gewesen sein. Oh, so wie wir. Also, ja. Meine Frau hat am 24. Geburtstag und ein paar Tage vorher haben wir ihn gekriegt. Ja. Wollen wir mal kurz rumgehen? Weil das baugleiche Fahrzeug mal kurz zu gucken, ein SGX auch noch, der sieht aus wie nagelneu. Wie hast du das gemacht? Der ist so geputzt und, oh, da oben ist eine Delle. Das war der Sardinienurlaub. Moment, erkennt man die Delle? War gleich der erste Urlaub. Wie hast du denn das hingekriegt? Rückwärts irgendwo gegengefahren? Rückwärts gegen ein dünnes Bäumchen. Gegen ein dünnes Bäumchen. Ja, super, jetzt hast du ein Unfallfahrzeug. Aber das darf mein Kumpel, der Wolfi, darf das rausmachen, der macht smart rückwärts. Aber das fällt kaum auf. Ah, je nachdem, von welchem Winkel man... Wenn die Sonne drauf scheint, fällt es schon auf. Ja. Das stört mich schon sehr. Aber... Ah, da kommt er her. Ja. Anhängerkupplung, war die schon dran? Die haben wir mitbestellt, die hat der Händler mit hingestellt. Ja, weil die haben wir vergessen bei uns, die wollen wir auf jeden Fall auch noch haben. Nee, die habe ich vom Händler hinbauen lassen, weil ich wollte die PDC behalten. Ja. Und das geht, wenn du die ab Werk bestellst, nicht.
Ah, richtig. Und genau. Der hat mir einen Schalter eingebaut. Ja. Das heißt, wenn ich einen Anhänger dran habe, dann schalte ich die PDC aus über den Schalter. Mhm. Und wenn ich nichts dran habe, dann kann ich die eben nutzen. Genau, mit Schalter machen das viele so. Aber wenn die Kappe von der Anhängerkupplung nur leicht schräg dran drauf dann, ist, dann steckt die schon an. Die muss wirklich gerade drauf sein. Ja, also wenn der Händler gut ist, dann kann man auch Werbung spazieren fahren für ihn. Ich bin da echt sehr zufrieden. Mhm. Ja, so habt ihr euch das hier wunderschön gemütlich gemacht. Wir suchen ja immer noch Campingstühle. Darf ich mal fragen, was ihr so für welche habt? Die kann ich nur empfehlen. Die sehen so gemütlich aus. Das sind die von Westfield, die Noblesse. Da muss ich mich mal reinsetzen hier. Die sind mega, finde ich. Oh ja, schön. Vor allem, die kannst du fast als Liege machen. Ne? Die sind aber jetzt schon bequem. Und vor allem hier mit den Beinauflagen. Massiv, Beinauflage. Genial. Und trotzdem leicht. Ich bin ja immer, ich muss das einfach immer fragen, egal worum es geht, was kostet dieser Stuhl so in etwa? Weißt du das auswendig? Ich weiß das echt nicht mehr. Ich habe die Arbeits relativ günstig gekriegt bei Mobilink. Die waren damals irgendwie ein Superschnäppchen. Ja. Wir wollen Stühle kaufen. Ich glaube 100. Die Schmerzgrenze ist bei uns. 120 Euro oder so. 100 ist die Schmerzgrenze. Es gibt da Stühle, die kosten über 100. Und wir wollen gerne zwei Stühle für weniger als 200 Euro. Es kann doch nicht sein, dass man. Bei Westfield hast du halt den Vorteil, 5 Jahre Garantie, glaube ich. Ja. Du kriegst jedes Teil als Ersatzteil. Okay, immerhin. Na? Weil es gibt ja Stühle, da kriegst du gar nichts mehr. Wenn er kaputt ist, kaputt, kannst du wegschmeißen. Aber ich finde es trotzdem unverschämt. Das ist ein Campingstuhl. Wenn ein Campingstuhl über 100 kostet, ist das schon irgendwann unverschämt. Muss ich echt sagen. Es sei denn, der ist wirklich so stabil und man kann ihn auch... Den kannst du echt wie eine Liege. Ne? Ja. Weil der sah schon auf deinen Fotos schön aus, in WhatsApp. Die haben wir auf Sardinien auch gehabt im Urlaub. Die haben wir geschnappt, sind an den Strand gegangen. Ja. Die Beinauflagen mitgenommen. Da brauchst du keine Liege mehr. Perfekt. Der Stuhl gefällt mir jetzt schon auf Anhieb. Leider kostet er trotzdem über 100. Aber dafür ist es wahrscheinlich gerechtfertigt. Wir haben mit unserer Insektenschutztür Probleme. Echt? Ich sehe gerade, du hast ja... Eine ganz andere, weil du die du hast keine elektrische Tür, dann hast du hier beim 21er Modell ist die gleich wie bei dir. Darf ich einfach mal aufmachen? Ja, man soll ja übrigens immer da, wo die Markierung nicht oben. Wenn wir die öffnen, ab hier schon, dann wälzt sich das hier und kringelt sich nach außen und nach innen und läuft nicht sauber rein. Das Problem hast du überhaupt nicht, ne? Ich habe doch nicht einmal drauf geachtet, aber bis jetzt hat das immer gepasst. Ja. Darf ich ohne Schuhe einmal reingehen? Der sieht aber aus wie geleckt, obwohl du im Urlaub bist. Ja, das sieht jetzt nicht so. Doch. Wenn man hier so reingeht, das sieht alles aufgeräumt und toll aus. Das ist richtig einladend. Na, ich muss ja, ich mache schnell und kurz, aber ihr habt die Baxter-Sitze. Ja, wir wollten... Habt ihr jetzt schon das sogenannte Peeling oder noch gar nicht davon? Das ist vielleicht ein bisschen, aber das juckt mich auch nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Ja. Weil ich gesagt hatte, wenn das mir mal nicht mehr gefällt, dann, ich habe auf der Messe Sattler gesehen, die machen so schöne Sitze. Ja. Und... Deswegen wollte ich den Aufpreis für die Ledersitze nicht bezahlen, weil ich gesagt habe, dann lasse ich es mir von einem Sattler machen. Und es ist teuer, 1000 Euro für was. Genau, und dann mache ich es, dann habe ich solche Sitze, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und deswegen haben wir nur die Baxter genommen und haben gesagt, okay, wenn sie irgendwann mal kaputt gehen oder was, dann lassen wir uns da Leder reinmachen und fertig. Mhm. Beim normalen PKW haben wir auch Leder. Ja. Wir mögen das Leder auch gern. Aber hier war es auch das Argument im Winter, weil der keine Sitzheizung hat, dann ist halt das Leder halt doch... Ja, wobei das Leder hat natürlich nur an den Seiten so Leder. Ja, weil der hat Alcantara, gell? Ja, ja, aber trotzdem ist das viel wärmer. Oh, das Scenic E366. Zufrieden mit dem Navi? Nicht wirklich, ehrlich. Also das Ding treibt mir manchmal echt. Ja. Also ich glaube, ich habe noch keine Fahrt gehabt, wo das Ding nicht irgendwie rumgesponnen hat. Also das geht mir mittlerweile richtig auf die Nerven. Ja. Vom Design her schön. Ja. Aber Funktionalität, ganz ehrlich, also für das Geld erwarte ich immer mehr. Also wir sind authentisch, wir schneiden nichts raus. Ich finde das klasse, dass jemand sagt, er ist unzufrieden. Wir persönlich finden es toll, aber das hat nichts zu sagen, wenn andere sagen, es ist schlecht. Ich kann dir Screenshots zeigen von Fehlermeldungen. Ja. Andauernd kriege ich Fehlermeldungen vom ACR-Tuner. Mhm. Dann teilweise, gut, die Navigation, aber das ist die Navigationssoftware dann. Also die tut manchmal... Ja, aber letztens, die hast du auch dabei, die Software. Ja. Das Paket. Hat uns letztens, als wir von der Ostsee kamen, von der Autobahn runtergeleitet, unnötig, einen Umweg und dann wieder auf die Autobahn. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ja, na gut, wir wollen uns nicht aufs Navi beschränken, aber danke, dass du das mal sagst, weil immer nur hört man Positives. Du sagst, du bist nicht zufrieden. Reicht schon, dass du das sagst. Es gibt also auch Menschen, die sagen, das Scenic E366 ist nicht toll. Ja, Eddie, du hast dir für die... Garage im SGX noch was ausgedacht, weil dich genervt hat, dass Stühle und Tisch schlecht verstaut werden können. Das hat irgendwie nie funktioniert, richtig die Stühle und Tisch und alles verstauen. Und dann habe ich mir dann
so einen Rahmen gebaut. Oh, jetzt sind wir mal gespannt. Was hast du denn da gebastelt? Man muss zwar viel schrauben, aber es lohnt sich. Ja. Aluprofile gekauft, selber alles gebaut. Alles auf Maß schon bestellt. Ja. Na, das sieht aber massiv aus. Ein richtiges Tisch kommt hier rein. Und das ist auch so hoch, dass das Bett komplett runtergefahren werden kann. Genau. Ne? Das ist noch, boah, das ist aber schon sehr groß. Der Tisch ist hier mit der Fläche, das schließt hier bündig ab. Ach, der ist hier oben drauf? Da ist der auch fixiert. Da haben wir mit dem 3D-Drucker die Dinger gedruckt. Dann ist das an den Rohren fixiert. Ja. Hier liegt der auf dann, die Schottwand bleibt immer auf dann bei dir? Genau, die bleibt immer auf. Dann kommen hier die Stühle rein. Ja. Auf zwei Ebenen. Und drunter, jetzt ist natürlich hier das ganze Zeug, drunter haben wir noch Platz für die Euroboxen. Ja. Das sind hier noch die zwei kleineren Euroboxen, die gehen seitlich raus. Die geht nach hier raus, da ist das ganze Werkzeug drin. Und ist das praktisch. Noch die große. Ist das praktisch. Und hier ist dann noch ein Durchgang komplett, wo du langlaufen kannst. Da kannst du komplett durchgehen. Also, genau. Das war mir auch wichtig. Schränke, Schubladen, alles geht auf. Das ist ja hier sagenhaft gelöst. Hier habe ich mir Abstandshalte gemacht, passend, damit das hier sauber anliegt. Ne? Markisenkurbel hast du auch da oben hingehängt? Die habe ich da hingebaut. Ich habe das erste Mal hier für mich sofort. Das ist ein richtig tolles Ordnungssystem. Und kannst du das komplette Konstrukt einfach so rausnehmen, wenn du da keinen Bock mehr drauf hast? Richtig. Einfach so, ne? Einfach da anheben, raus, fertig. Ja, stark. Also das ist echt... Ja, top. Das ist empfehlenswert zum Nachbauen. Gefällt uns auch. Also seit wir das haben, haben wir wirklich Ordnung da hinten. Eine tolle Inspiration. Gut, was ich interessant finde, das finde ich wirklich interessant, dass dein Fahrzeug wie ausgeliefert aussieht. Du pflegst das ja und du hast hier auch Schutz. Ja, wir machen ja viele. Das ist auch weich. Das schaut zwar optisch, passt es zwar nicht. Ja. Das gab es leider nicht in der anderen Farbe, aber wir wollten was Weiches da. Du hast das Wandlergetriebe, sehr gut, aber keine Klimaautomatik. Das war Priorität Nummer 1. Hast du das alles konfiguriert selber oder Vorläufer? Nee, ich habe alles selber konfiguriert. Okay. Und die Klimaautomatik wolltest du nicht? Klimaautomatik habe ich absichtlich nicht genommen. Ich hatte sie zuerst überlegt, ob ich sie nachträglich nochmal konfiguriere. Dann habe ich aber den Dirk nochmal angeschrieben und den Dirk gefragt, was er davon hält. Und er hatte, seine Meinung war so, ja, er würde es nicht nochmal nehmen. Weil es anscheinend mit dem Rest hier irgendwie sich irgendwie gegenseitig... Ja. Weil der Fahrgastraum zu groß ist, sagen viele. Das hatte mir der Händler auch empfohlen. Dann habe ich gesagt, komm, lassen wir es weg. Ja. Was ich nachträglich dann noch konfiguriert habe, weil mir jeder davon abgeraten hat, waren die elektrisch schwenkbaren Spiegel. Oh ja, die haben wir nicht. Das ist wirklich, also da bin ich Gott froh, dass ich die genommen habe. Wenn man irgendwo einparkt. Also auch daheim, wenn ich ihn abstelle, ich parke ihn nahe an die Wand hin, drücke den Knopf, das Spiegelfahren ein. Ja. Also ich fahre auch viel in den Bergen rum, wenn es enge Straßen sind, Passstraßen oder sonst was, dir kommt ein Fahrzeug entgegen, drückst du den Knopf. Ach, während der Fahrt kannst du die auch quasi einklappen, Okay. Das ist wirklich was, also das bin ich froh. Ich finde das so interessant, deswegen konfiguriert ja auch jeder anders sein Fahrzeug. Ich hoffe, der Eddie ist nicht sauer auf mich. Die Klimaautomatik wollen wir zum Beispiel nicht mehr vermissen, weil die optisch so schön aussieht, gerade wenn man im Dunkeln fährt. Und wir haben es jetzt bei den heißen Temperaturen getestet. Wir haben hinten fast 40 Grad und vorne kühlt es wunderbar. Das ist wie so eine unsichtbare Mauer, wie im Supermarkt, wo man reingeht, wo so eine Luftschleuse ist. Die schafft das dagegen einzukommen und die pustet auch nicht hoch, sondern aber mit der manuellen, die du hast, kannst du genau das Gleiche machen, ist ja ganz klar. Ich bin noch ganz ehrlich, ich habe versucht, den ganzen Schnickschnack wirklich aufs Minimale zu reduzieren, nur auf das, was wirklich Funktion hat. Ja, also kann nichts kaputt gehen. Ich will mit dem Auto, ich will mich nicht mehr mit sowas auseinandersetzen. Ja. Ich will mit dem nur Urlaub machen und ich will nicht rumspielen müssen oder sonst was. Ja. Deswegen habe ich mich da wirklich nur aufs Wesentliche konzentriert. Es gibt halt einfach Basics, wo ich sage, das muss sein. Aber sonst so versuche ich das wirklich minimalistisch zu halten. Deine Plissés, überall diese Punkte, das haben sie alle. Aber die sehen bei dir insgesamt noch gut aus. Gerade eben jetzt, ich denke mal hier in dem Urlaub, weil das war vorher nicht so schlimm. Ich schätze, das ist von der Sonne hier auch. Ja, ja, genau. Ansonsten sieht dein Fahrzeug schön aus. Du hast keinen Fernseher da oben, den wolltest du nicht? Nee, wir wollen eigentlich nicht Fernsehen schauen im Urlaub. Kann man auch zu Hause, ne? Ja, wir schauen sowieso nicht viel Fernsehen. Ja. Ich bin jetzt mal so frei und mache hier mal Licht an und gucke als letztes. Ich habe schon einige Atrias gesehen, da ist diese Silikonfuge so schlecht geklebt. Die ist bei euch. Die ist toll. Eine einzige Fuge. Ja. Die hab meine Frau mich neulich getroffen. Auch hier unten, wenn ich gucken darf. Die sehen gut aus. Die, ja, einigermaßen. Also ich bringe die viel besser hin. Ja. Aber die gehen bei dir. Ja, die schon. Und hier, das habe ich selber gemacht. Und hier rum. Ganz dünne noch, weil das war ja, wie gesagt, bei manchen hat es ja zu Schäden geführt wohl.
Das habe ich selber nachgezogen. Die da ist aufgegangen. Das muss ich auch schauen. Ah, hier. Entweder, oh, ja. Entweder, aber ich glaube, ich mache es selber, weil ich habe das besser drauf. Mhm. Und das hier hält so, dein Magnet? Das ist jetzt überhaupt keine Probleme. Cool. Das ist uns der beste Klopapierrollenhalter der Welt. Den darf ich mal präsentieren. Ja. Den gibt es in Sardinien im Konrad Supermarkt für 3,50 Euro. Und hält. Und der ist Bombe. Mhm. Ja, den merken wir uns mal. Ja, hinten Hubbett, hast du hier Geräusche? Null. Auch nicht, wenn man sich hier hinsetzt, das ist Knarz. Nee, mach mal. Ich setze mich hier mal rauf. Ja, das war der Hocker unten nur. Tatsächlich. Also das ist toll, weil man bei manchen knarzt das Einzige, von diesem... Das Einzige, was wir jetzt als Fernseher haben, ist ja. Das hier. Ah, da habt ihr den. Zum Amazon Prime oder sowas, ja. Netflix schauen. Und da habe ich mir einen Halter selber gebaut. Also das habe ich gekauft und das habe ich mit einem 3D-Drucker gedruckt. Und reingeschraubt aber, ne? Das ist hier über ein Kugelgelenk. Mhm. Und hier, das sind so diese von Screwlution oder so. Ah ja. Sven und Leimer haben die mal vorgestellt, die Inselcamper. Mhm. Und die sind genial, die halten richtig fest. Und die kannst du wegmachen und woanders wieder hinkleben. Praktisch. Also das ist... Ja. Ja. Und das hält ein ganzes Tablet genau, dann? Das hält bombig. Ja. Mhm. Und das habe ich da gekauft. Das war eigentlich für... Ja. Für Kopfstützen gedacht, zum Festmachen. Ach so. Und dann habe ich das andere Teil weggelassen und das habe ich selber gemacht mit einem 3D-Drucker. Mhm. Habe selber konstruiert und ausgedruckt und eins habe ich noch für hier vorne. Ja. Habe ich aber noch nicht hingeklebt. Sieht dann so aus. Ja. Viele wollen ja immer nicht schrauben. Die suchen Möglichkeiten zu kleben alles. Und also so. Genau. Ich will nicht schrauben hier. Ja. Das ist bei mir, hier ist, das ist auch bloß geklebt alles. Also. Ja, das haben wir auch. Wir haben denselben. Wir haben auch geklebt. Ja, was ich noch gemacht habe bei dem Originalen, da ist uns die Rolle unterm Fahren immer runtergefahren. Mhm. Und ich habe eine kleine Drehmaschine daheim, da habe ich mir hier einen größeren, den Nubi hier größer gedreht aus Alu. Ja, das sieht schön aus. Das hätte ich auch drucken können mit dem Drucker, aber hätte ich noch konstruieren müssen, habe ich schnell gedreht. Gut, ganz am Schluss, ich möchte dich gerne fragen, hast du so Mängel gehabt oder bist du mit Sachen unzufrieden im Fahrzeug? Ja, keine Mängel, ehrlich. Hört euch das an, keine Mängel. Liebe Zuschauer. Also mängelfrei ist der Eddie. So happy mit dem Auto. Nach 6 Monaten, kein Mangel. Hier tut nichts. Hier kannst du drücken, wo du willst. Das ist ja, weil du hast ja dasselbe Baujahr, denselben Baumonat wie wir. Also, und du hast auch deinen Skyroof wunderbar eingebaut bekommen. Ich habe wirklich auch, weil ich von anderen das eben auch gesehen habe und dann die Stellen auch selber auch nochmal explizit nachkontrolliert. Also Laufendach? Ja, ja. Zweimal? 200 haben wir drauf, das haben wir gleich mitbestellt beim Händler. Ja, ich habe jetzt fast alle Sachen gesehen, die du als zusätzlich dazu bestellt hast. Das ist unser Schmuckstück. Wechselrichter hast du selbst gemacht. Das ist das absolute Highlight hier. Wechselrichter hast du selber noch eingebaut, genau. Ja. Und dir natürlich auch selber, das ist deine Supermaschine für Kaffeemaschine. Schön festgeklemmt. Der ist halt wegen, nur eigentlich haben wir es nicht weggemacht. Ja. Normal ist es nur wegen der Fahrt, während der Fahrt so. Mhm. Wir haben die am Anfang immer weggestellt und dann war es uns zu blöd, wenn wir mal kurz irgendwo angehalten haben auf dem Parkplatz, haben wir gesagt, jetzt wollen wir einen Kaffee. Ja. Und dann haben wir sie jetzt einfach auf unserer letzten Urlaubsreise an der Ostsee haben wir dann bloß mit so einem Gurt festgemacht. Ja. Und jetzt sind wir hier angekommen und haben den Gurt immer noch dran gelassen. Aber die macht tollen Kaffee, also das ist richtig. Mhm. Und ist aber auch nicht so riesig. Warum habe ich die gekauft? Weil die braucht nur 600 Watt. Ah, okay. Also da gibt es kaum eine Kaffeemaschine. Manche also, brauchen mehr. Also eine Espresso schaffst du nicht mit. Und manche sind auch viel, viel größer und nehmen noch mehr Platz weg. Ja. Ja. Die folgende Frage schneide ich vielleicht raus. Preisnachlass bekommen zufällig insgesamt? Wir sind gehandelt. So um die 7% haben wir gehabt. Oh, 7 ist ordentlich. Und die Mehrwertsteuersenkung hast du auch noch mitgenommen. Genau. 1500 Euro in etwa. Hier habe ich den Wechselrichter wieder, glaube ich, mal. Du bist bestimmt so auf so 62 gekommen oder 63. 63,8 mit dem Navi, Solar. Ach, das Navi dabei. Solar, ja, dann ist es, Anhängerkupplung und noch ein Sicherheitspaket, also die Alarmanlage und Safe. Die war auch dabei. Das war in dem dann Preis hast du einen sehr guten Preis, weil du hast auch noch das Wandlergetriebe. Ja. Kostet ja nochmal 3.000. Hast du Maxi-Fahrwerk auch, ne? Ja. Und 160 PS. Ja. Ja, also dann kannst du dich wirklich nicht beklagen. Die sind echt das, also heute zahlt man so viel Geld ohne die Ausstattung. Hier, also wie in dem Paket, in dem Sicherheitspaket war hier die Heo-Saves noch dabei, halt so. Die prima. Also das wird spannend beim Adria Eventcamp. Leider bist du nicht dabei, aber wir senden da online, weil da geht es dann ganz viel darum, was hast du denn individualisiert eingebaut? Deine Ideen sind schon toll, die du hast. Toll gemacht. Ich bin spontan vorbeigekommen, weil meine Tante da in der Nähe wohnen. Ja. Dadurch, dass es dann so schnell ausgebucht war,
Aber das werden wir nochmal machen. Das wird sich wiederholen. Ich da unten eingebaut. Ich finde, der Platz, der ist für sowas prädestiniert. Wir wollen ja noch das Brett teilen, damit man den Tisch nicht anheben muss. Ich kann schon raus anheben, wenn du sehen willst. Ja, zeig das nochmal am Schluss. Das ist nicht so ein großer Aufwand. Ja, aber du nutzt das ja nicht als Schuhschrank, deswegen muss also das Brett nicht geteilt werden. Also wenn ich meine Schuhe da reintun würde, dann würde ich immer nur ein paar Schuhe anziehen. Also Das wäre mir zu umständlich, hier jedes Mal Schuhe rauszutun. Da also kommt das ist ein Stauraum. Ich habe nach wie vor zum Vorschein. Meinen Wagenheber, den habe ich jetzt kurz in so einem Stofffetzen verbaut. Ja. Eingewickelt, aber nach wie vor ist mir das wichtig, der Wagenheber und das ganze Zeug muss dabei sein, genauso Reserverad. Also, ich finde die Stelle. Reserverad rumfährt, ja, wir haben es abgemacht, das ist mutig, bis nach Italien. Also in Deutschland okay, aber wenn du in südländischen Ländern unterwegs bist. Du wirst so abgezockt. Also vor allen Dingen, gerade wenn irgendwo so Gegenden sind, wo es halt nicht so sicher ist. Richtig. Wenn jemand mit Absicht einen Reifen kaputt macht oder so, also da möchte ich nicht. Und hier einen Ersatzreifen kaufen in Italien, da wirst du richtig abgezockt. Also ich finde die Stelle, wo du deinen Wechselrichter angebracht hast, sehr gut. Viele machen den ja hinter dem Beifahrersitz optisch mitten im Eingangsbereich. Ist auch schön, aber ja, bei dir fällt er halt überhaupt nicht auf an der Stelle. Finde ich gut. Kabel verlegen ist das genial. Die Kabel gehen hier unten durch, da rein und von da hinten raus, hinten rum. Mhm. Habe ich ja schon mal gesagt, wie ich die. Ja, genau. Du hast ja diese Netzvorrangschaltung, die hast du ja wunderbar gelöst. Also das soll ja jetzt wirklich nur ein Kurzvideo werden. Deswegen danke erstmal, vielen vielen Dank. Hochinteressant gewesen. Was ich noch gemacht habe, den Batteriecomputer. Ja. Den habe ich hier vorne eingebaut, weil da habe ich einen Platz gesucht. Ach, hier unten. Und das ist der geht nur über Bluetooth. Ah, ne? Ja. Mhm. Und da habe ich mir diese Schiene eingebaut. Das ist bloß mit Kabelbindern hier festgemacht. Ja. Und die habe ich gleich als Masseklemme genutzt. Mhm. Und da passt der halt optimal rein. Ideale Stelle dafür. Dort. Hier ist dann noch ein Schalter. Mhm. So ein Sicherungsschalter für den Wechselrichter mit 200 Ampere. Ja. Und top. Dein Fahrzeug würde ich nehmen. Das gefällt mir. Vielen Dank für die Roomtour, die du dir gleich gegeben hast. Gerne. Dann habt noch einen wunderschönen Urlaub hier. Wie lange bleibt ihr noch? Bis Sonntag. Ah, wir auch. Ja. Können wir fast schon zusammen zurückfahren. Aber wir haben am Dienstag noch was vor. Wir wollen uns ein neues Lenkrad einbauen lassen. Ach, macht ihr das? Ja, und das dann in einem der nächsten Videos, was wir da genau verbauen. Aber das wollten wir mal gezeigt haben. Völlig spontan war das hier mitten in Italien. Nora hat sich auch schön unterhalten mit deiner zweiten Hälfte. Und wir sagen Kaffee. Wir machen jetzt die Kamera aus und sagen erstmal Dankeschön und Tschüss. Und wir sehen uns spätestens beim Atria Vancamp persönlich, aber davor kommt noch das ein oder andere Video für euch. Schöne Lichterkette übrigens, wenn ich das zum Schluss noch zeigen darf in dem Video. Die habe ich gesehen.